Muss ich den Kran selbst organisieren? Wer kümmert sich um den Bauschutt? Welche Bodenbelege waren gleich nochmal in den Räumen vorgesehen? Damit ihr beim Hausbau immer den Überblick behaltet und es nicht zu Missverständnissen zwischen euch und eurem Hausbauunternehmen kommt, werden alle wichtigen Punkte rund um euer Projekt in der Bauleistungsbeschreibung festgehalten. Was das ist, was genau darin geregelt wird und welche entscheidenden Vorteile ihr beim Hausbau mit Hansa-Haus genießt, erfahrt ihr in diesem Video. Die Bauleistungs- und Ausstattungsbeschreibung ist eine schriftliche Vereinbarung zwischen euch als Bauherren und dem Bauunternehmen, das ihr für euer Hausbauprojekt beauftragt habt. Was eine Bauleistungs- und Ausstattungsbeschreibung unbedingt enthalten muss, ist im Einführungsgesetz Artikel 249 Paragraph 2 zum Bürgerlichen Gesetzbuch genau geregelt. Grundsätzlich werden darin alle Leistungen festgehalten, die das Bauunternehmen erfüllen muss. Von den Armaturen bis hin zur Art der Dachkonstruktion. Um euch die Entscheidung zu erleichtern, welcher Baupartner am besten zu euch passt, lohnt es sich, die allgemeine Bauleistungs- und Ausstattungsbeschreibung verschiedener Fertighausanbieter gründlich durchzugehen und miteinander zu vergleichen. Denn darin sind alle Leistungen aufgelistet, die der jeweilige Anbieter übernimmt. Der Leistungs- und Lieferumfang, der in eurem Auftrag letztendlich enthalten ist, hängt jedoch von eurem individuellen Angebot ab. Darüber hinaus findet ihr in unserer allgemeinen Bauleistungs- und Ausstattungsbeschreibung genaue Infos zu den verwendeten Materialien und zur Bauweise unserer Fertighäuser. Außerdem findet ihr hier die Planungs- und Serviceleistungen mit allen erforderlichen Angaben zu den wesentlichen Gewerken, wie zum Beispiel zum Dach, den Wänden oder den Treppen. Wir bei Hansa-Haus lassen uns regelmäßig von unabhängigen Instituten prüfen und erhalten im Gegenzug Gütezeichen und Zertifizierungen. Zum Beispiel für das Holz oder die Dämmstoffe, die wir verwenden, oder die Nachhaltigkeit unserer Bauweise. All das könnt ihr darin ebenfalls nachlesen. Bei Hansa-Haus erhaltet ihr mit eurem Vertrag außerdem ein ausführliches und ganz individuelles Angebot für euer Projekt, damit ihr absolute Planungssicherheit habt. Den Anfang bildet eine allgemeine Beschreibung eures zukünftigen Eigenheims. Darin werden dann auch die Gebäudedaten eures Hauses aufgenommen. Dazu zählen verschiedene Ansichten, bemaßte Grundrisse und Schnitte. Art und Umfang der Leistungen, die ihr in Anspruch nehmen möchtet, werden genau mit euch abgesprochen und auf eure Bedürfnisse und Wünsche zugeschnitten. Hansa-Haus bietet auch 4 verschiedene Ausbaustufen an. Vom Ausbauhaus bis zum schlüsselfertigen Zuhause ist für jeden etwas dabei. Ihr könnt somit selbst bestimmen, wie viel ihr noch in Eigenleistung machen möchtet. Beachtet unbedingt, dass die Bezeichnungen der Ausbaustufen nicht einheitlich geregelt sind, sodass sich die eingeschlossenen Leistungen bei den einzelnen Anbietern deutlich voneinander unterscheiden können. Vor Vertragsabschluss werden noch Details geklärt, um euch bei der Ausbaustufe so viel Spielraum wie möglich zu bieten. Ihr habt hier beispielsweise die Möglichkeit, einzelne Leistungen aus- oder einzuschließen. Ihr könnt Eigenleistungen planen und ebenfalls ins Angebot mit aufnehmen lassen. Denkt aber daran, Eigenleistungen beim Hausbau sparen Geld, keine Frage. Schätzt aber realistisch ein, wie viel Zeit ihr zur Verfügung habt und welche handwerklichen Fähigkeiten ihr besitzt. Architektenleistung, Bauantrag und Bauaufsicht sind bei Hansa-Haus in allen 4 Ausbaustufen inklusive. Außerdem übernehmen wir die statische Berechnung und unterstützen bei der Beantragung der Hausanschlüsse. Die Bodenbeschaffenheit eures Grundstücks kann dazu beitragen, dass die Baukosten durch besonders aufwendig Erdarbeiten unerwartet steigen. Sind bei euch Bodenplatte oder Keller im Leistungs- und Lieferumfang enthalten, bietet euch Hansa-Haus in jeder Ausbaustufe ein Baugrundgutachten an. Damit wisst ihr genau über die Bodenbeschaffenheit Bescheid. Die Baustelleneinrichtung und die Arbeiten am Grundstück sollten ebenfalls in der Bauleistungsbeschreibung geregelt sein. Egal ob Bodenplatte oder Keller, wir machen es euch so stressfrei wie möglich. Nicht nur die Planung, Koordination und fachgerechte Ausführung aller Aufgaben, sondern auch die Entsorgung des durch Hansa-Haus entstandenen Bauschutts ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Je nachdem, für welche Ausbaustufe ihr euch entscheidet, legt ihr bei der Bemusterung gemeinsam mit unseren Beratern umfassend die Ausstattung eures zukünftigen Zuhauses fest. Im Produktionsbericht werden dementsprechend auch die ausführlichen Beschreibungen zu Sanitärobjekten, Armaturen, Elektro- und Heizungsanlagen mit aufgenommen.
Von den Fliesen über die Innentüren bis zu den Dachziegeln wird alles detailliert aufgeführt, sodass ihr den Überblick behaltet und auch rechtlich abgesichert seid. Bei der Entscheidung für einen Baupartner lohnt es sich, wenn ihr die Bauleistungs- und Ausstattungsbeschreibung umfassend prüft. So könnt ihr verschiedene Anbieter gut miteinander vergleichen und feststellen, welcher am besten zu euch und zu eurem geplanten Hausbauprojekt passt. Achtet vor allem darauf, dass in der Beschreibung alle gesetzlich vorgeschriebenen Angaben enthalten sind und ob alle für euch relevanten Leistungen abgedeckt werden. Eine gute Bauleistungsbeschreibung ist auch für Laien gut nachvollziehbar, unmissverständlich und ohne allzu viele Fachbegriffe formuliert. Achtet also auf die exakte Formulierung und genaue Angaben. Ein individuelles Angebot, das ihr mit eurem Vertrag erhaltet, sorgt für einen detaillierten Überblick über alle Leistungen und Kosten. Ihr habt in diesem Video alles Wichtige zur Bauleistungs- und Ausstattungsbeschreibung erfahren und wisst jetzt genau, worauf ihr achten solltet. Wir von Hansehaus haben in Deutschland über 30 Musterhäuser. Kommt gerne vorbei und überzeugt euch selbst von der Qualität unserer Häuser und den darin verbauten Materialien. Wenn bei euch noch Fragen zu diesem Thema offen geblieben sind oder ihr für weitere Hausbauthemen interessiert, dann schreibt gerne in die Kommentare. Ihr wollt keine Tipps zum Thema Hausbau verpassen? Dann lasst ein Like da und abonniert unseren Kanal. Andere Hausbautipps findet ihr hier. Ansonsten bis zum nächsten Mal.